Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Dass Peeves mir jetzt gerade entgegenlaufen würde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, wir sind in der großen Halle. Hallo, wie schön Sie... Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ja. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben, ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Tja. Das war aber jetzt nicht so lange. Ich dachte, da wird jetzt noch eine Quest raus resultieren. Die sieht übrigens ziemlich geil aus. Abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich bald Ostern haben, sieht es hier richtig klasse Halloween-mäßig dekoriert aus. Das ist nochmal groß. Ich habe hier doch gerade aber eben... Emilio. Da, genau, meine ich doch, habe ich noch eins gesehen. Decke der großen Halle. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Ja, das erinnert mich immer daran, schon fein säuberlich gedeckt hier. Das erinnert mich immer daran, dass ich damals das, ja, mittlerweile gibt es mehrere, aber damals das erste Schloss in Teso gemacht habe, was Hogwarts nachempfunden ist. Naja, soweit es eben ging natürlich nur. Das war auch ein Riesenerfolg. Also das ist, wurde mir gesagt, ich habe selber gar nicht mitbekommen, wohl auch ziemlich durchs Internet gegangen. Eulenpult. An diesen verzauberten Rednerpult hatten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Revelio. Ja, die Frage ist, da ist noch eine Kiste, die ist auch von drinnen, ja. Nehmen wir die mal. Weil wir konnten ja gar nichts machen beim letzten Mal, als wir hier in der großen Halle waren. Da muss ich gleich auch mal eben gucken. So, das ist klar. Die Tür möchte, dass ich rausgehe. Ich möchte aber noch nicht. Das ist Stufe 1. Hallo, sehr Homura. Schön. Machen wir das doch mal eben. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Sehr schön. Und ich brauche noch nicht mal umzustellen, weil wir haben ja jetzt sowieso schon Nacht. Okay, da ist noch eine Kiste. Gold, sehr schön. So, dann... Da war noch was hinter. Da muss ich, glaube ich, auch wieder raus, ne? Und hier wollte ich aber mal kurz gucken. Ach, das sind diese... Ah, okay.
Ich sehe schon. Dann machen wir das auch mal kurz. So, wir haben... Aua, jetzt tut mir gerade mein Ohr weh. Ich habe mich jetzt gerade so blöd hier gestoßen. 17 und das dürfte dann die 9 sein, ne? 1, 2, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, genau. Das heißt, das ist dann die Spinne. Spinne, Spinne. So, da haben wir dann Rest 3, das ist 0. Ja, sagen wir 3. 0, 1, 2, 3. Das sind dann die dreiköpfige Drache. So. Revelio. Das klingelt hier schon wieder. Das war aber, glaube ich, nur von den... Nee, da ist nur eine. Behausungen? Was heißt das? Dass ich jetzt neue Behausung machen kann? Oder ist das einfach nur die... Ich denke mal, das ist nur die Optik, nehme ich mal an. Ach so, wir sollten aber vielleicht mal eben einstellen, wo wir eigentlich hin möchten. Ich würde ja unheimlich gerne den ganzen Tag in diesem Schloss rumlaufen und einfach alles nachgucken. Wirke die Pulse auf einen levidierten Gegner. Was meinen die jetzt mit levidiert? Müsste ich jetzt... Kann man eigentlich mit der Puppe machen, ne? Aber... Das war das mit der Besenprüfung. Sprich mit Sirona Ryan in den drei Besen. Sonst machen wir das. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Ich denke mal, dass... Ich hoffe mal, dass das nicht so extrem lange dauern wird. So, Hogsmeade. Da, das sind die drei Besen. Wieso ist das jetzt... Ach so, weil das nicht keine Hauptquest ist. Deswegen ist das nicht gelb, ne? Auf geht's nach Hogsmeade. Nein, ich bin schon in Hogsmeade. Aber überall ist tatsächlich auf Halloween dekoriert. Das sieht so geil aus. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es damit zusammenhängt... Moment, jetzt sind wir doch im Falschen. Dass es damit zusammenhängt, weil wir ja jetzt Oktober haben im Spiel selber. Ach, hier. Hier sind. Ne? Ich komme sofort. Ich kann aber nicht schneller laufen. Tut mir leid. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lordgok gefunden? Wir arbeiten sogar zusammen. Ja. Ich habe mit ihm geredet. Wir arbeiten zusammen. Ja. Was soll ich sagen? Das habe ich. Danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... Natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe letztens mit ihr über ihre Freundin Claire Beaumont gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen. Aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden.
Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Ja, mache ich, kein Problem. Es irritiert mich nur immer, wenn da immer noch interagieren steht. Aber ich denke mal nicht, dass man jetzt noch mal mit dir sprechen kann. So, dann schauen wir mal. Es ist ein bisschen weiter weg. Können wir da einmal hinporten? Wieso mache ich eigentlich nicht direkt die Karte auf? Ich weiß es auch nicht so genau. Weltkarte. Das sieht gut aus. Können wir direkt hinporten? Ja, wunderbar. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Das war das. Deswegen kam mir der Name so bekannt vor. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke. Mein Aiden, ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Ach, deswegen kam mir das so bekannt vor, vom Namen her. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Das ist gut, dann kann ich meinen Vorrat wieder aufstocken. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Aber die habe ich ihr jetzt schon gegeben, oder? Weil ich hatte ja gesagt, ich habe welche dabei. Es wäre ganz schön. Ach da, 149. Fliegen wir da mal eben kurz. Oh, mal eben kurz hin ist gut. Moment, ist das ein. Also, das sind Wölfe, aber ich würde gerne wissen. Ein Astronomie-Altar? Meine ich doch. Ha! Bei Nacht sollte der nützlich sein. Ja, dann machen wir uns doch mal eben Nacht. Die Landen ist nicht verfügbar. Lande doch einfach daneben. So, ich dachte gerade, die wollten mich angreifen. Das machen wir doch mal ganz kurz. Also nicht das Angreifen, sondern wir machen mal eben schnell Nacht. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Die haben ja richtig rote Augen in der Nacht.
So, wie sieht das denn aus? Zwei da. Sieht so aus, als ob das nicht so rum ist. Ein Löwe. Sehr schön. So. Ich habe das so schön drauf, wenn ich offline spiele, die Karte mit links aufzuklicken, also mit der anderen Taste. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin, sobald ich dann am Aufnehmen bin. Diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Verlangsame einen brennenden Gegner. Oh, okay. Das müssen wir jetzt aber nicht unbedingt jetzt und hier machen. Wir fliegen jetzt erstmal hierhin, wo direkt die Gegner sind. Deine Kopflose. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Buckle erwähnt. Incendium. Expelliarmus, Kampf. Okay. Das kannst du kommen. Du bist. Elioso. Confringo. War das schon alles? Hallo. Achso, die sind zum Sammeln. Ah, ich dachte, das wäre zum Schießen. Okay. War da noch einer? Ach nee, unten waren ja noch welche. Die höre ich jetzt wahrscheinlich. Die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Vielleicht finde ich, ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Können wir Fische fangen? Oder sind das Piranhas und die kommen dann gleich hier rausgesprungen oder so? Moment, da ist aber nur oben was, was wir einsammeln können. Ich denke ja jedes Mal, mich greifen jetzt hier Spinnen an, wenn ich das höre. Irgendwas? Ach, da oben. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas höre ich hier doch. Das reicht schon. So. Revelio. Ach so. Ah. Optische Täuschung. Ich dachte, wir kommen hier nicht durch. Oh, oh, Scheiße. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Stinkender Koloss weniger. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht machen, aber das war gerade so verführerisch. Was eigentlich Blödsinn war, also dass ich das die ganze Zeit nicht gemacht hatte, weil ich war ja mit 3 voll aufgeladen. Revelio. Okay. Oder ich muss ihn umgehen. Die ist lustig, weißt du, der hatte mich schon im Visier und alles. Confringo. Hier weiter. Sieht gut aus. Incendio. Ich frage mich nur, wie dieser Troll eigentlich jetzt da in die Höhle gekommen ist. Waren das jetzt die Briefe? Nee. Es ist nur was aufgegangen, oder? Rebellion. Ich habe es jetzt gar nicht so richtig gesehen, aber unten das steht ja noch als Ziel drin. Also kann es eigentlich nicht sein, dass das die Briefe waren. Incendio.
Okay, hier war der Troll. Da sind wir runtergerutscht. Achso, da geht's noch weiter. Moment, was ist hier? Das ist aber... Oder ist das offen? Ja, es ist offen. Revelio. Da ist aber echt viel von dem Zeug, was man hier einsammeln kann. Ich würde sagen, da hinten ist ein Ziel, dass wir dann erstmal hier rumgehen. Hallo, süßes Eichhörnchen. Komme ich denn da wieder hoch? Da hinten komme ich raus aus dem Wasser, ne? Aus dem Wasser, ja. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich dann wieder da hochkomme. Das ist das Problem. Doch, da müsste ich aber wieder hochkommen. Geht's hier runter. So. Todesmutig stürze ich mich hier rein. Ich hoffe, das ist kein Piranha. Dem Spiel traue ich nämlich alles zu. So, Frucht der Schrumpelfeige. Okay. Alle Wege führen nach Rom, oder wie war das? Vielleicht kommen wir damit ja auch hin. Geht das mit dem schon? Ja, das geht. Okay. Revelio. Ich komme nur gerade nicht rum. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Kann ich mir das merken, wo das ist? Ich meine, das ist ja ein mega guter Ort, um die zu einzusammeln, ne? Komme ich hier rum? Revelio. Nee, ne? Das ist gerade so komisch angezeigt worden ist. So, okay. Geht mir doch mal aus dem Weg, ihr süßen Eichhörnchen. Was macht ihr eigentlich alle hier unten? Aber ihr seid schneller und cleverer als der Troll, ne? Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist. Und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulstunde vorbei war. Wie konntest du das alles bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Leglimens bist, und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich an einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert gefühlt hatte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anders gewesen sein solltest, als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du, ganz ohne Magie, alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen konnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in der Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine, Mirabelle. PS, bitte sag Mrs. Sprottle, dass ich sie und Mr. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Ja, ach so, das sind jetzt überall verschiedene Briefe, okay. Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Scene. Revelio. Hinter mir habe ich jetzt keinen vergessen, ne? Nee, okay. Meine liebe Sirona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Pruttle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen.
Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diesen ulkigen Gnomen gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Brottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dankbar sein soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Das heißt nicht, dass es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Voller Dankbarkeit, Philomena. Das müssen Sironas Briefe sein. Achso, die sie geschrieben hat. Ja, verstehe. Liebe Sirona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Fiki gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Fiki ist wirklich genial. Bess. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ja, aber sie hat doch gesagt, wir dürfen vorher lesen. Also lass mich doch einfach mal lesen. Liebe Mrs. Brottle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknechts verbracht haben. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung. Mit der hochkomplexen Kunst, eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Ereignis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sprottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. So, was haben wir denn hier unten für einen Gegner? Revelio. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Kann man denn hier theoretisch wieder rein? Wir sind wahrscheinlich irgendwo da rausgerutscht oder so. Aber ich muss mir das tatsächlich mal merken, wo das gewesen ist, weil das ein richtig, richtig guter Spot war. Also gut, wenn da natürlich jetzt ein Troll immer wieder kommt, ist das ein bisschen blöd. Nein, ich wollte Hogsmeade haben. Habe ich jetzt aufs Falsche geklickt? Ich bin mir nicht sicher. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Nö. Besonders die, die man selber eingeschlagen hat, um nach Hogsmeade zu kommen. Den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Moment. Das habe ich doch richtig gesehen. Moment, ich rede sofort mit dir. Das hier war letztes Mal nicht da, soweit ich weiß. Die drei Besen, das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die einen Butterbier oder einen Feuerwhisky genießen möchten. Das ist nur eine Pastete, sonst ist hier nichts. Nee. Wo ist sie denn jetzt wieder hin? Ah, da. Darf ich das vor den Kunden sagen? Ja, ist ja nichts Schlimmes, ne? Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Darf ich Sie nach den Briefen? Ja. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht.
Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Spruttle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Spruttles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Spruttle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Ja, kein Thema, habe ich doch gern gemacht. Ja, dann haben wir die Aufgabe auch schon mal abgeschlossen. Sehr geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn mal wieder was von der Liste runtergeht. Und bin dann jedes Mal wieder entsetzt, ist das falsche Wort, aber innerlich am Stöhnen, wenn dann wieder eine ganze Reihe dazukommt, wenn dann hier fast alles leer ist. Was machen wir denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was die jetzt meinen. Ich müsste das mal auf einen Gegner... Achso, ich hätte es vielleicht jetzt mal auf den Troll versuchen können, ne? Aber ich habe die Pulso da jetzt natürlich nicht drin gehabt. Oder? Nee, die Pulso habe ich nicht in der zum Kämpfen in dem Ding drin gehabt. Da müsste ich auf jeden Fall mal nachschauen. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, dass wir in der... Nein, ich will es immer noch verfolgen. Dass wir in der nächsten Folge erstmal gucken, was das für eine Sache mit Natty ist. Ich denke, hoffe, glaube, dass die etwas länger ist, die Geschichte. Und weil es halt die Hauptstory ist, ne? Ich denke mir mal, dann wird es wieder länger sein. Vielleicht, wenn ich großes Pech habe, wird es auch sehr viel länger sein. Dann müsste ich zwischendurch mal einen Cut machen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.